Hi, willkommen in der Teilbibliothek Mathematik Informatik. Wenn ihr Bücher sucht oder einen ruhigen Ort zum Lernen, ist das der perfekte Ort für euch. Die Schließfächer, die ihr rechts von mir seht, könnt ihr auch gerne benutzen, während ihr euch in der Bibliothek aufhaltet. Aber leider ist das während Corona nicht möglich. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, dann müsst ihr zunächst die Nutzungsbedingungen der Bibliothek im TUM Online akzeptieren und euer Passwort ändern. Unter ub.tum.de könnt ihr prüfen, ob ein Buch verfügbar ist und in welcher Teilbibliothek. Aber auch wenn das Buch woanders am Campus liegt, könnt ihr dieses einfach an die Teilbibliothek eurer Wahl bestellen und abholen. Ich habe das jetzt letztes Mal ausprobiert und hole mein Buch jetzt ab. Hallo? Wunderbar. Bitte schön. Vielen Dank. Und wie lange darf ich das Buch jetzt behalten? Sie können es mindestens einen Monat ausleihen. Wenn es nicht vorgemerkt wird, kann es bis zu zweimal verlängert werden, da es ein Ausleihexemplar ist. Falls es ein Lehrbuch wäre, könnte es bis zu fünfmal verlängert werden. Ah, und wo sehe ich, ob das Buch vorgemerkt ist? Das können Sie in Ihrem Bibliothekskonto sehen. Und was passiert, wenn ich die Frist verpasse? Dann müssen Sie eine Medienrückforderungsgebühr begleichen. Dank. Okay, ich denke, das kriege ich hin. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wie findet ihr Bücher nun vor Ort? Naja, also normalerweise könnt ihr einfach zum Regal gehen und Zeitschriften oder Bücher direkt herausholen. Zeitschriften findet ihr hier im Erdgeschoss, Monographien gibt es in den oberen Stockwerken. Momentan ist es aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen leider nur möglich, Bücher online über die Universitätswebseite über OPAC zu bestellen. Aber auch sonst ist es eine gute Idee, Bücher zuerst im OPAC nachzuschlagen und zu bestellen. Dort ist für jedes Buch eine solche Signatur hinterlegt, die auch am Buchrücken aufgeklebt ist, mit der ihr das Buch dann leicht findet. Und an den Regalen gibt es Schilder, die die jeweiligen Fachgruppen aufführen. Während die Bücher nach solchen Fachgruppen sortiert sind, sind die Zeitschriften einfach alphabetisch sortiert. Und wenn ihr euer Buch dann endlich gefunden habt und einen Teil mit nach Hause nehmen wollt, ohne das Buch auszuleihen, könnt ihr einfach mit dem Scanner im ersten Stock das Buch scannen und euch dieses per E-Mail zuschicken. Aber auch wenn die Bibliothek vor Ort etwas nicht hat, könnt ihr online E-Books beziehen oder Werke über die Fernleihe international bestellen. Wie ihr rechts von mir seht, gibt es hier auch eine Reihe von Arbeitsplätzen, an denen ihr ungestört arbeiten könnt. Auch in den oberen Stockwerken gibt es Arbeitsplätze, die haben dann sogar Rechner. Leider stehen die Rechner während Corona nicht zur Verfügung und auch die Anzahl der Plätze ist auf eine geringere Stückzahl beschränkt. Normalerweise gibt es in der Bibliothek auch Gruppenarbeitsräume. Diese können vorab am Eingang reserviert werden. Während Corona stehen die leider nicht zur Verfügung. Generell könnt ihr die Bibliothek unter der Woche von Montag bis Freitag von 8 bis 24 Uhr benutzen und an Wochenenden sowie Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. Das waren jetzt soweit die wichtigsten Informationen zur Bibliothek. Mehr dazu gibt es unter ub.tum.de. Aber jetzt geht es erstmal weiter im ME-Gebäude.